Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Vorher kurz, wer meine TikToks auch außerhalb von TikTok sehen möchte, im normalen YouTube-Format, die 16 zu 9, glaube, der kann gerne mal auf meinen Kanal Stanrik Shorts rüber wechseln. Ich möchte da auch die 100.000 knacken, damit wir dort wenigstens den YouTube-Bot kriegen, weil auf diesem Kanal gibt's ihn nicht. Habe ich schon gefragt, bin leider nicht berechtigt dafür. Wahrscheinlich liegt's daran, weil nach den Richtlinien hatte ich meine Verwarnung und das, bevor ich die bekommen habe. Let's rock! Aber nur, wenn euch das auch interessiert, was ich da mache. Also, wenn ihr meine TikToks gerne schaut und das normalen Format sehen wollt. Es war einmal vor langer Zeit. Simon Unge mit Hass auf jede Feierlichkeit. Frag auf YouTube und TikTok. Was wird das? Man Unge cringe sagen, oder was? Den Unge. Klaut Unge alle Geschenke von Monte, Trimax und Knossi. Dieser Stressgeschenke so. Wirklich? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich bin so froh. Für mich ist Weihnachten einfach. Cringe, es geht mir so. Unge. Am Arsch vorbei. Aha. Ich möchte einfach chillen, das wünsche ich mir. Einfach chillen, chillt alle, chillt. Er hasste das Fest. So oder so. Sie sollten das sein lassen. So gab's dieses Jahr ungeheure Weihnachten. Ungeheuer, das ist gut. Du kannst aus dem Namen eigentlich alles machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist mein Leben ist so schwer. Oh, ich kann nicht mit all meinen 100 Freunden feiern. Uiuiuiui. Ach, mein Leben ist so hart. Der Weihnachtsmarkt füllt sich, ob alt und jung. Wenn Weihnachten naht, kommt es hier richtig in Schwung. Es gibt viel Essen und Freude auf dem Weihnachtsmarkt. Doch Knossi und Monte schaffen es nur bis zum Automat. Die Maschine kenne ich. Das ist doch ein Pikachu-Automat. Yalla, yalla, Abfahrt, mach an! Ja, da ist er! Und fällt runter. Das ist so klar, Alter. Er sieht jetzt nicht so begeistert aus. Was soll daran lustig sein? Gib mal nochmal für einen Zehner. Das ist mein Lieblingsspielzeug momentan. Ich will nicht wissen, wie viel Geld die mit so einem Automaten verdienen. Ich glaube, ich stelle mir auch mal so einen vor die Tür. Wisst ihr, wie viel Weihnachtsgeschenke ich schon vorbereitet habe? Vier? Ratet mal. Zwei. Wir haben ja noch 3 Tage bis Weihnachten. Der ignoriert mich einfach. Die Weihnachtsgeschenke, ich glaube, die habe ich schon bereit liegen. Ja, wir müssen abwarten, bringt nichts. Ja, könnt ihr mal schätzen. Richtig, null. Ich schenke niemandem irgendwas zu Weihnachten. Stark, oder? Du hast dich gar nicht beeindruckt? Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Wie heißt du? Mr. Moneyboy, aka Lil Young, aka MBZ Pineapple the Fruit Dude. Der macht so richtig kranke Videos. Kannst du für mich singen? Hab ich jetzt schon wieder vergessen, Alter. Alright, alright. Oh, damn. Warte, wie fing dieser Freestyle noch an? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst haben wir das Schule dann schon, ja. Zwei, dann drei, dann vier, ich bin hier. Und dann fünf und du hast Weihnachten verpennt. Hier! Alter Schwede! Bist du, aber singst du dann, ist das einfach nur ein Spaß, so ein Hobby, so ein bisschen unter der Dusche? Was? Jetzt du. Ich kann nur mit Autotune singen. Sing mal was. Ich möchte nicht gerne singen und los. Ich kann... Okay, ihr habt's gehört, diese Folge muss ich singen, obwohl ich das nicht kann. Und das wird ganz schön beschämend, oh Mann, oh Mann, oh Mann. War doch gar nicht so schlecht. Yeah, 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 yeah. Singt immer noch besser als ich. Schmutz, kompletter Schmutz. Wirklich, nett. Ich fühle mich wie Dreck. Wütend. Ist doch kein Wunder, dass er der Cringe ist, Mann. Verärgert, doch er war nicht immer so. Man brach ihn sein Herz und er war nie wieder froh. Boah, geil. Statt Lego steht da lecker drauf. Kennt man die Klemmbausteinhersteller lecker. Sehr gut. Das Spielzeug begeistert und der Preis so fair. Oha. Fair? Ja, erzähl mir mehr. Lecker? Doch geöffnet bis Sonntag, das kann kaum. Doch nicht sein. Ich glaube, das war's. Da kommst du nicht rein. Was für einen Tag haben wir heute? Nein. Wie bis Sonntag? Ist das, was? Der Sonntag war gestern. Wieso oh nein. Tust du mir das an? Ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht. Jetzt, was soll ich jetzt Weihnachten machen? Deshalb finde ich es immer scheiße, wenn man zu Weihnachten Geld geschenkt bekommt. Ich fand es als Kind halt immer cool, Geld geschenkt bekommen zu haben. So konnte ich mir selber kaufen, was ich möchte, statt dass mir jemand Socken in mein Geschenk packt oder ein T-Shirt. Ich fand es halt scheiße, erst zu Weihnachten Geld zu bekommen. Und wenn die nächsten 2 Tage ja sowieso Feiertag sind, hast du halt keine Möglichkeit, das auszugeben. Und wenn Bescherung, wie bei uns zum Beispiel, erst abends war, dann konntest du mit dem Geld auch nichts mehr anfangen, weil alles zu hatte. Und die Elektromärkte hatten Heiligabend sowieso bei uns immer zu. Also hattest du sowieso null Chance, irgendwas damit anzufangen. Was soll ich denn jetzt Weihnachten machen?
Muss ganz kurz, braucht kurz Zeit für mich, Leute. Meine Oma hat es dann irgendwann kurz, so gemacht, dass sie mir das Geld Moment vor Weihnachten, ein, zwei Tage vorher gegeben hat, damit ich mir noch was dafür für Weihnachten holen konnte. Okay. Weißt du, als wäre Heiligabend. Er hatte es satt, so schmiedete er einen Plan. Er wollte alle Geschenke stehlen. Gesagt, getan. Er brauchte eine Tarnung, so geschickt und genial. Ein Weihnachtsmannkostüm in Grün erschien optimal. Sheesh, er ist ja nicht schon grün genug. Er ist dripping, Alter. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Der grüne Anzug hat deutlich mehr Swag. Da steht einfach Apfel. Das ist schon mal gut statt Apple. Holy shit, ich hab grad nicht WASD gedrückt, sondern ESDF. Da hinten flitzt was. Warum hat er Montes seinen Button? Der Weihnachtsmann? Hallo? Der soll hier nicht reinkommen. Hey, was macht der? Hallo? What the fuck? Nicht einfach kaputt machen. Ups. Wer sind Sie? Ich bin der Weihnachtsmann. Oha, was? Ich hab dich komplett beim Clown erwischt. Gut, das, wenigstens ist er dabei noch glücklich. Kein Problem. Das tut mir schon richtig leid, auf jeden Fall. Kein Ding, du das ist leid? Einfach wieder reinpacken und what? Dann passt das. Okay, danke, schönen Tag noch. Das war knapp. Ja, zumindest er sagte es. Anfang nicht leid. Das war ziemlich knapp. Ab zum nächsten Haus. Es hielt ihn nicht davon ab. Fucking hell, yeah, nice. Can you send me some bikini pics? Yeah. Yeah. Thank you, man. Yeah. Maybe next time you are also the winning team. All right, Kuss auf die Nuss. Ciao, ciao. Das geht so nicht. Mist. Man muss erstmal nachfragen. Nee, Solmecke. Ja, würde ich auch zudrücken. Nein, das geht natürlich nicht. Man muss erstmal nachfragen, bevor man klaut. Kennt man. Hey, ich kann nicht jetzt mal bei dir alles ausräumen. Klar, kein Problem, du hast schon gefragt. Digga! In Paragraph wie ist das 5, Absatz 7. Also man muss da schon ein bisschen sich das Recht durchsuchen, wenn man das rechtlich alles sauber machen will. Echt? Oh, das wusste ich nicht. Aber drauf geschissen. Was? Du darfst jetzt recht nicht klauen? Man kennt es. Ist das viel? Man nennt es halt einfach sauber machen. Ja, ja. Zählst du die Sekunden? 3, 2, 1 und Spritz. Oh, ich bin zu aufgeregt. Warte, gib mir nochmal Chance. Ruhig, 1. 2. Oh nein! Ah, schneller kann ich nicht. Unwasserquinte. Ich würde gerne wissen, was Knossi da für Spiel gespielt hat. Ach, du möchtest das neue Lego-Schloss? Ja. Ich dachte, lecker. Dann tust du einfach den Einkaufswagen. Plötzlich kam ihm ein Gedanke, den er nicht versteht. Doch ja, genau. Auch er hat es schon mal erlebt. Ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht. Hey, gerade kann ich das Lego-Schloss nicht kaufen, weil da müssen wir noch ein bisschen Geld sparen, aber im nächsten Monat könnte ich es vielleicht kaufen. Hallo? Wir sind Essen, Weihnachtsessen. Ich lade die Familie ein Weihnachtsessen. Komm vorbei. Hier hat die Familie einen, der sagt zum Grinch, komm vorbei. Das muss doch ein Scherz sein. Plötzlich empfand er Freude. Oder sind sie nur wieder gemein? Was bekommt ihr so zu Weihnachten? Ich bekomme ein iPhone 11, MacBook, einen neuen Gaming-PC für Fortnite. Oh, gute Geschenke, Digga. Wir gucken uns jetzt die Monte-Geschenke an. Vanille-Coca-Cola, Digga. Geschenke, Alter. Versace Eros als Duschgel, beste Kopf. Ich war froh, wenn ich früher zum Weihnachten eine Konsole und ein Spiel dazu geschenkt bekommen habe. Heute gibt es einfach iPhone, Gaming-PC dazu. Hörer gut, Jim. Neue Tastatur und Maus, Pullover, Jogging. Junge, übertreib halt komplett. Geht auch, mal eine Basic-Card, auch am Start, bisschen Klamotten, Digga. Socken, Axt. Portemonnaie, Lacoste, Cashmash, A40 und ein Lenkrad. Schmeckt. Oh, Baby! Vanille-Coke, Alter. Das ist einfach eine Vanille-Coke. Junge, die sind so episch. Ich finde es halt richtig scheibe, dass es die im Laden nur noch in den normalen Flaschen und, na gut, Glasflaschen gab es ja von Vanille, glaube ich nie, wäre besser gewesen, dass es die halt nur noch zuckerfrei gibt. Ich würde ja zuckerfreie Getränke trinken, aber die schmecken mir so ekelhaft. Ich finde diesen Nachgeschmack so eklig, dass ich die einfach nicht trinken kann. Aber die Vanille-Coke, die bestelle ich mir manchmal aus Österreich, weil das auch kein Pfand drauf, kann ich die einfach wegschmeißen. Von wem habe ich dieses Geschenk bekommen? Ich habe die früher so gern getrunken, als sie noch bei Rewe und so gab. Ich glaube, du hast mir den neuen Lego Star Wars X-Wing geholt. Mir wurden 340 Dogecoins geschenkt. Wisst ihr, wie viel Geld das ist? 16 Euro. Wahnsinn. Cool, oder? Wahnsinn. Das finde ich nett.
Ja. Nett und cool. Ey, wie schlecht. Der Gedanke, wow, der Loot, scheiße. Da Weihnachten. Mal wieder ist es traurig anzusehen. Doch dass Geschenke nicht alles sind, werden auch sie noch verstehen. Hm. Das Schönste ist doch das Zusammensein. Das Herz von Unge ist nun nicht mehr allein. Frohe dafür, dass er gerade nicht so glücklich war? Okay, man kennt es. Das war's jetzt. Was? Kommt da noch was? Nee, das war's. Ey, das war aber echt cool. Das hat echt Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit wieder aus.